Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team Road to Glory und wir starten heute wieder in Liga 4. Die lange Pause, die ich einlegen musste, bedingt durch Klausuren, ist jetzt vorbei und wir starten in der vierten Spielminute, / fünfte Minute. Mkhitaryan, der sich hier schön ein bisschen durchtrickst, Luis Gustavo und der schiebt den überlegen ein. Fünfte Spielminute, das 1:0 durch Luis Gustavo. Wenn ihr euch fragt, was das für Trikots sind, das sind die Trikots von Houston Dynamo aus der Major League Soccer. Wir machen weiter in der 12. Minute. Ein strammer Schuss aus dem Hinterhalt, den der Torwart zur Ecke abklatschen kann. Die wir sogleich ausführen. 13. Minute, Kopfball und der kullert neben dem Pfosten ins Netz. Mats Hummels mit dem frühen 2:0. Jetzt fragt ihr euch, warum klingt denn der so zu? Ja, ich habe gesoffen. Nein, ich habe eine saftige Erkältung mir geholt, hab deswegen auch die letzte Prüfung verpasst und hab deswegen auch dieses Tor kassiert durch Arjen Robben in der 32. Minute. Nein, natürlich nicht. Die Aufnahmen sind schon etwas älter. Allerdings hatte ich die letzten Tage ja auch schon vor aufzunehmen. Das hat nicht ganz so hingehauen, mit den Kommentieren auch nicht, weil die Stimme war einfach weg. Und deswegen mache ich das jetzt einfach jetzt, dass ich das alles ein bisschen gebessert habe. Die Halsschmerzen haben nachgelassen. Deswegen kann ich euch jetzt wieder ein Video liefern und versuche das natürlich so gut wie möglich zu präsentieren. So auch in der 39. Minute mit diesem Kopfball, der abgeklatscht wird und Aubameyang schiebt ihn ein zum 3:1, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe. Und damit auch wieder eine deutliche Führung noch vor der Pause wieder den alten Abstand hergestellt. Und so geht's auch schon in die Pause. Das ist der Pausenpfiff. Wir führen 3:1. Mit einer guten Statistik im Gepäck. Hier mal ein kleiner Lauf von Diego nach der Pause auf Mkhitaryan. Der schießt einfach mal und der fliegt tatsächlich ins lange Eck. Ein wunderschönes Tor von Henrik Mkhitaryan mit dem seltsamen Namen, den man so schwer aussprechen kann, wie ja alle sich beschweren. Ich finde den gar nicht so schlimm, aber gut. Und dann war es das auch schon wieder. Wir gewinnen das erste Spiel in diesem zweiten Anlauf der Liga 4 mit 4:1 und haben damit eine wirklich grandiose Ausgangsposition für die folgenden Partien. Und an der Statistik, die ihr jetzt hier rechts in weiß nochmal seht, ganz eindeutig hochverdient, auch in dieser Höhe. Der nächste Gegner ist der SC Bauden Distel und er hat, da deutscher Name, auch ein deutsches Team, was nicht ganz so schlecht ist, auch wenn ich Großkreuz auf der linken Seite nicht ganz nachvollziehen kann, aber wem es gefällt. Wir starten in der 20. Minute und kommen über die linke Seite mit Diego. Diego, was macht Diego da? Ja, der tanzt hier ein bisschen, dann flankt er und dann kommt der Kopfball und das Ding ist drin. Ich habe dann in der Situation einfach keinen Weg mehr gesehen, anders zum Torabschluss zu kommen, habe einfach mal geflankt und ich hatte Glück. Das 1:0 per Kopfball. Ja, und der Gegner, der fand sich dann lustig und macht dann diese Aktion und ja, ich habe es leider nicht verwerten können, weil er ihn dann doch noch zur Ecke klärt. Aber ihr kennt mich, ich zeige Szenen im Moment eigentlich nur, wenn Tore daraus fallen. Deswegen die anschließende Ecke, Kopfball, 2:0. Anhand der vorangegangenen Situation ist das eigentlich auch in Ordnung, dass wir hier das zweite Tor gleich schießen. Wir starten gleich, ungeschnitten, machen wir weiter mit dem Anstoß des Gegners. Wir erobern uns den Ball, verlieren ihn nochmal und dann kommt mein Gegner hier durch und mein Torwart hat ihn. Und ja, warum ungeschnitten? Ja, weil das hier jetzt passiert. Diego über die linke Seite, unsere Nummer 11, setzt sich hier schön durch, kann sich den Ball doch nochmal wiederholen, obwohl er ihn schon verloren hatte. Dann ein Berber-Spin, dann schaut er hier mal ein bisschen, wackelt ein bisschen hin und her. Ein schöner Pass auf Kehl, Kehl steckt durch auf Luis Gustavo, der holt sich den Ball zurück und schaut ihn. Schaut? Na, er haut ihn einfach ins lange Eck. 39. Minute, das erneute Tor für die Flying Lions und damit ein 3:0 zur jetzt erreichten Pause. Eine deutliche Führung auch schon im zweiten Spiel. Das sieht nicht sehr gut aus für meinen Gegner und die Statistik ist nicht so überdeutlich, aber dennoch verdiente Führung, wenn vielleicht auch ein Tor zu hoch. Dann hier Aubameyang mal durch, ein Lupfer und der war wirklich perfekt getimed, landet auf der Linie und springt ins Tor. Das 4:0 in der 68. Spielminute, damit dürfte die Messe gelesen sein. Weiter geht's in der 78. Minute. Mir wird jetzt schon langsam die Luft ein bisschen knapp hier beim Kommentieren, aber das kriegen wir schon hin. Mein Gegner steckt hier den Ball mal vor zu Mandzukic, Großkreuz, Aubameyang, der setzt sich durch und ein schöner Schuss, Direktabnahme, Innenpfosten und rein. Wirklich ein sehenswertes Tor von meinem Gegner, da kann ich wirklich nichts dagegen sagen. 79. Spielminute, der vorläufige Ehrentreffer. Denn wir waren eigentlich schon in der Position, dass wir sagen, das Spiel ist gelaufen
Und das bestätigen wir hier. 85. Spielminute, ein Pass raus auf Mandzukic. Und ja, dann gibt's eine Ecke. Und Mandzukic denkt sich noch so, ach du Scheiße, was hab ich da wieder gemacht? Und dann kommt die Flanke von Diego, der Kopfball. Und dann ist das Tor drin. Das Tor ist drin, na, der Ball ist im Tor drin. Mandzukic mit der absoluten Vorentscheidung, die ja eigentlich ohnehin schon gefallen war. 86. Spielminute, 5:1. Und damit seht ihr jetzt auch den Abpfiff. Wir gewinnen dieses Spiel überdeutlich mit einem 4-Tore-Vorsprung. Und haben eine wirklich überragende Ausgangsposition für die nächsten Spiele. Denn jetzt haben wir schon ganze 9 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und das nächste Spiel ist der FC Longhill. Wir spielen gegen ein Barclays Premier League Team mit ein paar Overpowerten wie Kone und Benteke. Da, ja, könnte man weinen eigentlich. Aber wir starten einfach mal selbst. 19. Minute, Pato, Tor. So einfach kann Fußball sein. Pato bekommt den Ball und überlegt nicht lange und zwirbelt ihn schön knapp und flach ins Eck. Mein Gegner dann in der 23. Minute per Ecke hat hier den Ball und ja, was macht er da? Er verliert den Ball und er fängt sich einen Konter durch Alexandre Pato, der jetzt über die linke Seite sprintet. Alexandre Pato muss sich überlegen, was er macht. Er zieht hier rein mit einem Berber-Spin und er schießt und das ist das 2:0. 24. Minute. Gerade noch eine gute Gelegenheit für meinen Gegner per Eckstoß. Und dann kassiert's. Damit das 2:0 zur Halbzeit. Und hier wäre vielleicht noch was Gutes draus geworden, aber der Schiedsrichter hat mir natürlich mal wieder dazwischen gepfiffen. Jetzt seht ihr nochmal ganz kurz die Statistik. Ich habe sie etwas verlangsamt, damit man sieht. 3:2 Torschüsse. Ich denke, die Führung geht so in Ordnung. Und das war's dann auch schon. In der zweiten Halbzeit ist relativ wenig passiert. Keine Tore, wenig Torchancen, meiner Ansicht nach. Das werden wir jetzt in der Statistik, glaube ich, nochmal kurz sehen. Sehen wir das? Hier sehen wir das? Hier sehen wir nicht. Oder doch? Ja doch, da kommt die Statistik nochmal. Ja, 6:6 Torschüsse. Also mein Gegner hat sich ein bisschen gesteigert, hat es aber auch nicht mehr geschafft, sich eindeutig zu etablieren in dieser Partie. Deswegen gewinnen wir dieses Spiel verdient mit 2:0. Das war jetzt erst der 9. Punkt, glaube ich. Ich bin ein bisschen zu weit nach vorne gesprungen. Wir spielen gegen ein BBVA-Team mit wirklich guten Spielern im Aufgebot. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwie läuft heute alles rund in diesem Video. Felipe Melo über die linke Seite auf Osvaldo. Und Osvaldo ist ein, ich glaube, 4-Sterne-Skiller. Könnte auch ein 5-Sterne-Skiller sein. Ich habe das Team aktuell nicht mehr. Und naja, man sieht's, dass er es kann. 22. Minute, ein schönes und auch skilliges Tor von Osvaldo. Nach einem Berber-Spin und einem, lass es eine Lastdüge gewesen sein. Es war auf jeden Fall sehr elegant. Ein schönes Tor. Ja, und dann war Halbzeit. Es steht 1:0 zur Pause und der Schiri packt noch eine gelbe Karte für Jordi Alba aus, der mich zuvor mal ein bisschen rasiert hat. Und man sieht an der Statistik, mein Gegner ist bemüht, aber sehr unpräzise. 12 Schüsse und nur 2 davon aufs Tor. Das ist schon eine krasse, krasse prozentuale Quote in Sachen Schussgenauigkeit. Aber das soll es auch geben. Und wir starten hier direkt. Direkt vom Anstoß weg, mein Gegner hier. Schöner Pass, noch ein Pass. Und da ist Koke. Und das Ding ist drin. Koke, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne diesen Spieler nicht, wenn ich ehrlich bin. Wer ist Koke? Naja, gut. Auf jeden Fall ist es das Tor für meinen Gegner. Und damit steht es 1:1. Ich habe mich aber nicht lumpen lassen. 69. Minute. Hier ist nochmal der Ballverlust, dann setze ich mich hier schön durch. Ein Pass in die Zentrale, Gerard, Pato, Felipe Melo ist so gut wie durch. Felipe Melo hat Platz, Felipe Melo schiebt ihn ein, das 2:1. Für die Flying Lions in der 71. Spielminute. Ist das schon der Klassenerhalt nach 4 Spielen? Ich würde mal sagen, ja. Denn jetzt ist der Schlusspfiff erfolgt, eine lange Sprechpause. Haha, da habt ihr euch jetzt gewundert. Das ist der Sieg und das ist der 4. Dreier in Folge. Und damit haben wir jetzt schon den Klassenerhalt sicher und können uns jetzt volle Kanne mit 6 verbleibenden Partien darauf konzentrieren, Aufstieg und Meisterschaft vielleicht sogar noch klar zu machen. Hier seht ihr es nochmal. 4 Siege in Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben und ein Abo dalassen. Twitter, Facebook, alles in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.